So, jetzt zeige ich Ihnen mal, wie man einen Apfel, also einen Obstbaum, durch Veredelung vermehrt. Zunächst haben wir unsere Unterlagen, die werden in etwa 10, 12 cm Höhe angeschnitten. Dann haben wir unsere Edelreiser. Das sind hier Apfelreiser von der Sorte Holsteiner Kotz. Die schneiden wir uns im Vorwege auch in etwa 10 bis 15 cm lange Stücke zurecht. Es handelt sich um einjährige Triebe. So ein Edelreis hat in der Regel 3 bis 5 Knospen oder Augen, sagen wir als Gärtner dazu. Und diese Reiser werden dann zur Vermehrung, zum Erhalt der Sorte auf eine andere Wurzel, auf eine Wildapfelwurzel veredelt. Die Unterlagen hatten wir nun schon angeschnitten. Nun nehmen wir ein scharfes Veredelungsmesser, eine Kopulierhippe, ein Kopuliermesser, weil diese Vermehrungsmethode nennt man auch Kopulation, und schneidet an der Unterlage einen etwa 4 bis 6 cm langen diagonalen Schnitt. Die Zunge schneide ich oben ein bisschen gegen. Dann suche ich mir ein einigermaßen dazu passendes Reis, sollte in etwa die Stärke der Unterlage haben, und versehe dieses am unteren Ende mit einem ebenfalls diagonal durchgezogenen glatten Schnitt gleicher Länge. Diese beiden werden dann aufeinander gelegt. Sie sollten etwa gleich stark sein, sodass die Schnittflächen ziemlich gleichbleibend bedeckt sind. Ganz wichtig ist, die teilungsfähigen Zellen befinden sich unter der Rinde. Deswegen muss zumindest auf einer Seite, auf der ganzen Länge, Rinde auf Rinde liegen. Weil dort verwachsen die Zellen durch Teilung miteinander und dort ist die beste Zellteilung gegeben. Man nennt diese Schicht, die unter der Rinde liegt, die Kambiumschicht. Eben das teilungsfähige Wachstumsgewebe der Pflanze. Dann nehme ich mir ein Fleikoband, ein sogenanntes Gummiband, und fixiere diese Veredelung, dass sie nicht mehr verrutschen kann, dass sie fest aufeinander liegt. Zum Schluss ein Knoten. Und fertig ist die Veredelung. Daraus soll innerhalb des nächsten oder dieses Jahres ein neuer kleiner Apfelbaum entstehen.